Wer sind die drei Soldaten, die Selan mitnehmen möchte? Wollen wir doch mal schauen, wer es ist. Nein, nein, das kann ich nicht erlauben. Das ist viel zu gefährlich. Mein König, wenn du es erlaubst, werden wir Selan begleiten. Das wäre hervorragend. Doch ich glaube, ich verlange da zu viel von euch. Wir wollten sowieso weiterziehen. Außerdem möchte ich wissen, was in Gordovan los ist. Also gut, wenn du darauf bestehst. Mein König, wir können doch nicht immer Maxim bitten, uns auszuhelfen. Was ist los, Selan? Stehen wir dir im Weg? Nein, das ist es nicht. Es ist nur... Na gut, dann gibt es ja keine Probleme. Du solltest doch sowieso allein gehen, oder? Wie meinst du das? Du weißt, dass dies eine gefährliche Reise wird. Du hast damit gerechnet, dich nicht wiederzukehren. Deine Soldaten sind noch nicht so weit. Sie können dich nicht begleiten. Stimmt doch, oder? Selan, wie es scheint, hat Maxim dich durchschaut. Ich denke, ihr arbeitet ganz gut zusammen. Ja, mein König. Gut gemacht, Maxim. Bitte pass gut auf Selan auf. Jawohl, mein König. Anscheinend sind wir die drei Soldaten. Ich verstehe dich nicht, Maxim. Warum riskierst du so viel für ein Land, das nicht deine Heimat ist? Ich möchte herausfinden, wer Gordovan zerstört hat. Mein Schicksal ist es, zu kämpfen. Dein Schicksal? Eine Frau in einer Höhle erzählte mir dies. Ich weiß noch nicht, ob ich ihr Glauben schenken soll. Ich verstehe dich. Ich habe an vielen Schlachten teilgenommen und weiß, was du meinst. Wenn du möchtest, kannst du diesmal die Befehle geben. Nein, ich möchte, dass du uns wieder anführst. Bist du sicher? Ja, ich glaube, du hast bei unserer letzten Mission bewiesen, dass du ein guter Befehlshaber bist. Ich möchte wirklich, dass du das Kommando übernimmst. Heißt das, dass du anfängst, mir zu vertrauen? So kann man es sagen, aber nur ein wenig. Immer noch so hart? Genau. Ich denke, wir sollten nach Gordovan aufbrechen. Gordovan befindet sich westlich von Pandoria. Wir müssen durch den kleinen Tempel gehen. Lass uns aber erst die Belohnung holen, die uns der König versprochen hat. Klar, Gi. Selan schließt sich endlich der Gruppe an, nachdem es nur vorübergehend war. Aber Gi ist mal wieder nur auf Schätze aus. Gut, dann wollen wir uns nochmal diesen Schatz holen, der im Keller ist. So, jetzt dürften wir ja durchgehen können. So. Tritt ein. Ja, das mache ich doch glatt. Und Engelsflügel erhalten. Eine Ausrüstung. Ja, ich denke mal, wir sollten Selan damit ausrüsten. Ja, auf jeden Fall. Vor allem die Ego-Kraft 3 sollte sie schon haben. Zack. Wunderbar. Hier passen die auch wie angegossen, auch wenn man es nicht sieht. Egal. So, also müssen wir jetzt westlich hier hingehen. So, aus dem Schloss heraus und... Ich hatte ganz vergessen nachzugucken. Eventuell gibt es ja hier noch irgendwas anderes zu holen in dieser Stadt. Zum Beispiel irgendwelche Zaubersprüche oder so. Nee. Das ist es nicht. Hier? Sind hier was? Ach nee, das war die Perle, die uns das Haus verkaufen wollte. Ja, klar, wie dem auch sei. Das will ich nicht. Zauberladen. Wäre hier irgendwo ein Zauberladen? Das wäre toll. Gibt es hier wohl nicht. Egal. Dann müssen wir halt weiterreisen. Das ist der Ort, wo wir hin müssen. Ohne die Gegner natürlich. Glatzenwichte, meine Güte. Unheimlich, diese Glatzenwichte. Auch nicht gute. Mensch, Gordon. Mach doch mal deine Dings, dein Feuerrauch da, den du gelernt hast. Oder Feuerhagel. Weißt du, da lernt er einen super geilen Spruch und nutzt den nicht. Das hasse ich. Mann, das ist echt zum Mäuse nehmen. Egal. Wir lassen uns das natürlich nicht anmerken, dass uns das stört. Überhaupt nicht. ja. Nee. Der wurde auch in kleine Stücke gehockt und Lebenssaft erhalten. Wie dem auch sei. Tempel nach Gordovan. Gordovan befindet sich immer noch in großer Gefahr. Ja, das wissen wir. Wie dem auch sei. So. Ja, das sieht doch schon sehr verbrannt aus dort. Und Doberbeißer drin. Kommen hier in der Nähe der Stadt. Die sollten wir schon plätten vorher. Wäre so zumindest angebracht. Ich weiß nicht, wie stark sie sind. Mann! Ihr greift den falschen Gegner an, auch wenn ihr jetzt wieder einen getötet habt. Ja, egal. Ach ja. Immer das gleiche mit den Charakteren. Wenn man sie machen lässt, was sie wollen, schaffen sie auch nichts. So. Da ist
letzten Turm. Da müssen wir später sein, denke ich mal. Gordovan. Dieser Unhold zerstörte die ganze Stadt. Ich bin froh, dass ich lebe. Er hat sich in den Turm im Westen verzogen. Ich hoffe, er kommt nicht wieder zurück. Ja, wir wissen, dass wir ihn nach Westen müssen. Schwerter, Schilde, alles ist weg. So kann ich den Laden dicht machen. Oh. Ich weiß, es ist nicht gerade eine Luxusherberge, aber die Übernachtung kostet 20 Goldmünzen. Ja gut, versuchen wir es mal. Schön. Übernachtung gefunden, hat gefunzt. Gut. Ja. Die Kirche steht auch noch, komischerweise. Zumindest ist ein bisschen was von der Kirche da. Was haben wir nur getan, das alles zerstörte? Er nahm eine Frau mit. Es kam ihr niemand zu Hilfe, dass sie nicht von hier ist. Oh, super. Nur weil sie nicht von hier ist, habt ihr nicht geholfen, oder was? Was soll der Böse? Dieser Zerstörer ist der Inbegriff des Bösen. Ja, kann ja sein. Die Stadt ist ziemlich am Boden, doch wir leben. Er wollte offenbar nicht uns zerstören. Doch warum hat er das dann getan? Ja, frag ihn doch einfach. Meine Güte, traut ihr euch nicht, ihn zu fragen, oder was? Ich müsste eigentlich nach Minias, aber ich habe Angst, dorthin zu gehen. Ja, verständlich. Gut, also, der Sage zufolge müssen wir in diesen Turm. Der Westturm Gordovan. Gut, gut zu wissen, dass wir hier hin müssen. Das machen wir allerdings erst nach einer gewissen Levelphase. Dieses Video wird etwas kürzer, denn das Level möchte ich diesmal nicht mit einem Video mit einbeziehen. Da mache ich lieber ein kürzeres Video draus. Also, schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Lufia, Rise of the Sinistrals, sprach der Raven dann immer mehr.